Servus Leute, mein Name ist Michael Damberg und heute gibt es mal wieder ein Video zum Thema Fahrrad. Wie ihr vielleicht auf meinem Channel schon gesehen habt, fahre ich ja ein Cube HPA 500 SL E-Bike, das inzwischen auch wieder ohne Geräusche und ohne Knarzen und mit neuer Kette und mit neuem Risselpaket ausgestattet ist. Alles also wieder tipptopp. Und wenn man sich in so ein schönes Bike holt, dann möchte man das natürlich nicht mit irgendeinem hässlichen Fahrradlicht verunstalten. Deswegen habe ich ziemlich lang rumgeschaut, welches Fahrradlicht denn da für mich in Frage kommt. Und mir war definitiv klar, dass ich das nicht mit einem Dynamo betreiben werde und definitiv auch nicht mit normalen AA-Zellen oder sowas. Ich wollte einfach ein wiederaufladbares Fahrradlicht haben und am besten eins, was sich per USB aufladen lässt. So, da habe ich lange danach geschaut, bin dann auch fündig geworden und das will ich euch heute vorstellen. Und zwar habe ich mich entschieden für dieses Set von Berlin Standard. So, im Set dabei sind neben dem Licht für vorne und dem Licht für hinten natürlich auch die entsprechenden Halterungen. Und was ich geil fand, ist, dass die Halterungen ohne Werkzeug anbringbar sind. So, was ich geil fand, ist, dass sowohl die Fahrradlampen an sich ein sehr geiles Design haben, aber auch, dass die Halterungen der Fahrradlampen sehr unauffällig und sehr dezent sind. Das kannst du jetzt natürlich so und so sehen und manchen ist es vielleicht nicht so wichtig, aber am liebsten hätte ich an meinem Fahrrad gar nichts dran. Ja, deswegen habe ich auch keinen Ständer dran, keine Luftpumpe. Gut, Flaschenhalterung muss sein, aber sonst ist da auch in der Regel, je nachdem was ich für eine Tour mache, nichts dran, weil es einfach schöner aussieht. Deswegen habe ich mich auch mit für dieses Set hier entschieden, weil die Lampe, ich meine, schau mal, sehr schön dezent. Das ist das Rücklicht und das ist das Vorderlicht. Mega klein und kompakt und vor allem aber was geil ist, die beiden sind extrem hell. Fällt mir jetzt natürlich schwer, das euch irgendwie zu zeigen, aber ich versuche es mal zumindest so ein bisschen euch ein Gefühl dafür zu geben, dass man das mal sieht, wie hell das Ganze ist. Ist natürlich in einem Video totaler Schwachsinn, irgendwie die Helligkeit von der Lampe zu zeigen, aber hey, ein Versuch war es wert. Also ich finde es mega hell, reicht mir völlig aus. Die Vorderlampe hat verschiedene Modi, die zeige ich euch mal schnell. Das ist einmal das normale Leuchten, dann gibt es ein etwas schwächeres, noch ein schwächeres. Ja, es flackert jetzt im Video, in echt flackert es gar nicht, keine Sorge. So, und dann gibt es ein Blinken und dann ist sie wieder aus. Das eigentlich Interessante ist aber das Rücklicht. Das Rücklicht ist schön breit und das Rücklicht hat richtig Power. Das ist also das Rücklicht, das leuchtet schön rot. Auch da nochmal so eine kleine Demonstration. Mit dem Rücklicht bist du, wenn du reinschaust im Dunkeln, ziemlich schnell geblendet. Geht auch in weiß, könntest du also auch als Taschenlampe unterwegs mal missbrauchen. Oder wenn du sagst, ich mag kein rotes Rücklicht, lass es einfach weiß leuchten. Dann kann man es auch blinken lassen. In verschiedenen Arten. Das SOS, ja, Schwachsinn, würde ich nie so rumfahren. Aber richtig geil ist der Modus. Also damit sieht dich auch echt, jetzt habe ich fast gesagt ein Blinder, aber damit sieht dich jeder. Ja. Was an diesen beiden Lampen eben, wie gesagt, sehr geil ist, die lassen sich dann per USB aufladen. Das zeige ich euch mal schnell. Ja, da ist hier einfach so ein kleiner USB-Port dran mit Abdeckung. Und das gleiche gilt auch für die Vorderlampe, an der ist auch ein USB-Port dran zum Aufladen. Dementsprechend kannst du die Lampen einfach am Computer oder an der Powerbank wunderbar aufladen. So, jetzt zeige ich euch ein bisschen was, wie das Ganze an meinem Bike aussieht. Gehen wir mal gucken.
So, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, klickt auf Abonnieren. Es gibt ab und zu immer wieder mal neue Videos zu meinem E-Bike. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ihr diese Lampe bekommt, klickt in die Beschreibung. Da habe ich einen Link zu Amazon, wo ich diese Lampe gekauft habe. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar und fahrt immer schön vorsichtig. Danke fürs Zuschauen und bis bald.